Hallo und willkommen zurück zu Celeste. Er geht jetzt dahin, wo ich mich vorhin hingecheatet habe. Also gehen wir da auch hin. Versuchen das genauso wie er zu machen. Nur so gar nicht garantieren, dass ich das nicht verliere, also. Weil ich ja keine Safe States machen kann. Weil mir ja meine Safe States da wegnimmt, der Sack. Okay, krass. Genau, und jetzt kann ich hier gegen gehen. Und dann schaue ich mir sein Video weiter an. Okay, jetzt geht es hier hoch. Genau. So, hier rein. Hallo? Danke. Okay, wir gehen jetzt einfach nur raus hier. Mit unseren zwei Dashen so. Okay, wir klettern da hinten wieder hoch, weil es anscheinend der einzige Weg ist, dahin zu kommen, wo er hin will. Oder wo wir hin wollen, wie es scheint. Ich meine, wenn ich mir jetzt mal kurz die Map anschauen mit meinem Wader. Dann zeigt er mir hier nichts mehr an. Das heißt, hier ist nichts mehr. Zeigt er mir hier nichts mehr an. Zeigt er mir hier nichts mehr an. Zeigt er mir hier oben nichts mehr an. So, like, ist hier überall nichts Wader-weiß. Das würde mir ja was anzeigen. Das Einzige, was noch da ist, ist like, hier weiter oben. Unbesiegbarkeit, dass da. Wait, what? Okay, ich muss mal schauen, wo er hin will. Weil. Das geht doch auch. Bitte helfe. Breche ich einfach durch die Wand durch. Ah, genau da ist der. Vielleicht will er nochmal einen Doppeldash haben. Oh, ich verstehe, worum es geht. Auch wenn ich mir unsicher bin, ob das notwendig ist. Ah ja, gut. Wir müssen den Krissel da wegmachen. Darum geht's. Deswegen gehen wir darüber. Nicht wirklich um den zweifachen Dash zu haben, sondern einfach um den Krissel wegzumachen.
So. Immer wenn schon, denn schon. Es geht zwar nur um den Krisel, aber wenn schon, denn schon. Wenn ich eh schon hier hin muss, kann ich mir auch den doppelten Dash gönnen. Und ich versuche so lange zu behalten, wie geht. Naja, so lange zu behalten, wie geht. War jetzt nicht so mega lang, aber gut. Hä? Was? Okay, wenn ich das richtig kapiert habe, wartet mal. Ja, das ist ein permanenter Double Dash. Darum geht's. Wir haben jetzt einen permanenten Double Dash freigeschalten. Was heißt Farewell? Kann jetzt so richtig losgehen. Okay, also er geht jetzt nochmal dort hoch. Wahrscheinlich, weil das notwendig ist. Hier muss ich hin. Okay, sure. Das ist dann nochmal der exakt selbe, mehr oder weniger. Naja. Ha. Oh, WTF. Warte mal. Ich war pausiert. Warte. Okay, keine Ahnung. Also ich habe auf jeden Fall den Knopf gedrückt. Ich weiß jetzt nicht genau, wann ich vergessen habe zu entpausieren. Kann nicht so lange her sein. Ich könnte es eigentlich nachschauen. Okay, ich habe nachgesehen. Also, man, genau. Man hat den so aktiviert und konnte dann einfach rausgehen.
Okay, ich hab's verstanden und es ist schon mal ganz falsch, wie ich es gemacht habe. Ich muss da hinten nämlich noch zwei Dashes haben. Und so macht man, und genau so macht man das im Endeffekt. Nein, mein Gott, Alter. Nein. Nein! Jetzt komm schon! Du musst mich doch noch gerade! Warte mal. Nein. Okay, warte. Was soll denn der Bullshit? Also, manchmal, like... Ja, genau. Warum schafft er das denn so? So richtig easy. So richtig easy schafft er das. Hallo? Nein, jetzt lass mich doch. Nein. Ich will doch nur straight hochdashen, Mann. Gib mir das doch, Mensch. Willst du mich gerade verarschen? Ich hab die berührt. Ich habe die eindeutig berührt. Spiel. Wow. Danke dafür, Eblali. Wirklich einfach nur danke dafür, Eblali. Okay, ich bin jetzt gerade etwas bluff. Wo ich jetzt hin muss? Holla, die Waldfee. Erstmal brauchen wir einen Required Demo Dash. Ihr habt richtig gehört. Genau hier. Hier muss man durch Demo dashen. Glücklicherweise ist es nicht so schwer, weil die Plattform auf der genau richtigen Höhe steht, dass du durchkommst, wenn du sofort einfach dashst. Weil hier oben, ihr seht ja den da hinten, ne? Wie soll man den aktivieren? Nun ja. Man muss den da mitnehmen. Ja, man muss den mitnehmen. Ja.
Okay, das kann definitiv was werden. Ich bin selber überrascht daran, dass ich das gerade einfach geschafft habe. Okay. Ich versuche gerade ein bisschen selber auszufiguren, wie das vielleicht gehen könnte. Okay, warte mal. Wie genau macht er das in dem Video? Okay, ich sehe, wie es geht. Willst du mich gerade verarschen? Wow, das war zu viel. Okay, ich bin eigentlich schon falsch, weil ich den auf der Seite habe.
Okay. Also er hat sein Teil weggeworfen, das braucht man nicht hier oben. Man kann hier hochgehen. Das ist es dann scheinbar auch. Und man kann hier oben das hier machen. Das hat er gemacht, bevor er hier wieder runtergegangen ist. Und dann, naja. Ja, ihr seht, so, jetzt muss ich mal kurz safe sehen, weil... Oh, okay. Er ist nicht da unten lang gegangen. Ich sehe noch nicht so ganz, wieso man das nicht machen soll. Dann ist er quasi hier hoch. Das da sind alles One-Ways da drüben. Und dann hat er quasi das hier aufgemacht. Als er hier fertig war, also nicht hier, sondern hier oben, hatte er nur noch einen einzigen Schlüssel. Oh, ich habe ein paar extra. Ich mach mal kurz, weil da hinten ist ein Exit. Ich würde gerne wissen, inwieweit dieser Exit ist, weil ihr seht, hier haben wir einen neuen Checkpoint erreicht. Ah, hier ist dann aber eine Exit-Tür. Dann kommt man wieder hier runter. Was ist das da oben? Wait, what? Ich habe meinen Double Dash verloren, fällt mir gerade auf. BTF. Ich kann das hier gar nicht mal machen, weil ich meinen Double Dash verloren habe. Da ist Herz, was quasi Levelende ist. Da ist die Dingensbeere. Also ist das hier der Weg der Moonberry. Sofern ich das richtig sehe. Was ja auch Sinn ergäbe, weil das war hier der Weg, der wirklich verdammt teuer war in Schlüsseln. Hat er auch seinen Double Dash verloren? Wo ist er denn schon wieder? Ich habe ein bisschen zu lange hier zu angeschaut. Aber ja, er hat auch den Doppeldash hier verloren. Das ist ja krank. Ha. Ja, gut. Ich würde sagen, wir werden nicht vergessen. Wir machen im nächsten Part weiter. Tschüss.